Heute mal was anderes. Ich dachte mir, ich gehe mal in meine Panini Collection rein, gucke sie nochmal durch und schau mal, was da für Karten verborgen sind. Ich überlege, ob ich demnächst mal wieder so ein bisschen in das Hobby reingehen soll und warum nicht mal ein bisschen was anderes probieren, weil mein Team jetzt ja den nächsten Monat eher ein bisschen langweilig wird. Zeige ich euch mal, was ich für Karten in meiner Collection habe und wir fangen heute mit etwas ganz offensichtlich mal an. Ich habe ein paar Franz Wagner Karten. Schauen wir mal durch, was ich da so habe. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr für Karten habt. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, mir da Fotos schicken. Vielleicht kann man tauschen, vielleicht kann man sich gegenseitig was abkaufen, wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal rein. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht kann man das mal öfter bringen. Vielleicht kann man dieses Real-Life-Karten-Hobby so ein bisschen mit reinbringen. Ich meine, mein Team mit Karten und Packs in echt auch. Wer weiß. Okay, los geht's. Okay, ich dachte, es wird ein einfaches Ding, weil ich Franz Wagner rausnehmen wollte. Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe doch mehr Franz Wagner Karten, als ich dachte. Aber wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Ich glaube, das wird trotzdem ganz cool. Ich habe von Franz Wagner ziemlich viele Rookie-Karten, weil ich in der Zeit, wo ich mich in das Hobby so ein bisschen reingelesen und reingeschaut habe mit Videos, gelernt, dass die Rookie-Karten später den höchsten Wert haben, weil man ja quasi dann schon am Anfang vom Hype, vor der Karriere dabei war. Und wenn dann Spieler All-Stars, Hall of Famer und so weiter werden, dann sind die Rookie-Karten die, wo man ja am längsten dabei gewesen ist. Und deshalb starten wir auch mit Rookie-Karten. Es kann sein, dass die Sleeves oder die Top-Loader ein bisschen die sind ein bisschen verstaubt, aber Karten an sich sind sauber. Erste Karte, das spiegelt hier natürlich so ein bisschen, das ist doof. Wir haben hier eine Franz Wagner, so ist besser. Rated Rookie Franz Wagner hat hier in der Mitte diesen Polo-Hintergrund, der ganz nice ist. Rückseite von der Karte ist relativ simpel gehalten. Wenn die nummeriert sind oder sowas, dann sage ich euch das. Das ist ja auch immer ganz interessant. Dann habe ich eine Karte aus der College-Zeit. Franz Wagner. Auch mit so einem Holo-Hintergrund, so ein Prism. Von den Michigan Wolverines. Ganz cool. Keine Nummerierung. Als nächstes eine Future Legends Karte. Da steht jetzt nicht unbedingt drauf, dass das eine Rookie-Karte ist. Im Sinne, wie das bei den anderen Karten ist. Wie zum Beispiel bei dieser Karte haben wir ja das Rated Rookie draufstehen. Bei anderen Karten ist ja die Rookie-Karte durch ein RC-Badge symbolisiert. Eine ganz coole Karte mit dem schwarz-orangen Magic-Trikot. Dann habe ich noch eine Rookie-Karte von ihm, natürlich Rookie-Karte von Franz Wagner, mit einem orangen Hintergrund, wo sein großes Bild so ein bisschen im Hintergrund rausgeschnitten ist. Wir haben hier eine 31 von 99. Die Karte hat mir ganz gut gefallen. Hinten ganz simpel mit einem Text. Dann gibt es noch eine Kartenserie, die mir so ganz cool gefällt, diese Arriving Now Karten, von denen habe ich einige auch von anderen Spielern. Auch quasi Rookie-Karten, wenn es nicht so draufsteht. Arriving Now, aber vom Sinn her gibt es ja schon her. Das sind Spieler, die neu in die Liga kommen. Hier mit dem blauen Hintergrund. Es gibt noch welche mit einem goldenen Hintergrund. Da habe ich noch Ja Morant und Zion Williamson-Karten. Hier mit Franz Wagner. Dann habe ich noch eine ganz normale Rookie-Karte von Franz Wagner aus der Select Collection. Das sind, okay, die hat jetzt hinten den Sleeve mit einem grauen Hintergrund, aber das sind quasi Base-Karten. Das ist die Rookie-Karte von Franz Wagner davon. Dann noch ein anderes Design, Class of 21 von der Hoops Collection, Franz Wagner hier mit dem Hintergrund. Da habe ich auch noch andere Spieler. Fällt mir auch ganz gut, hatte ich damals einige Karten bei eBay gekauft. Habe ich, glaube ich, sogar selber. Bin mir aber gerade nicht sicher. Hier ist die Karte von Franz Wagner nochmal in der normalen Version. Man kann die ja vielleicht nebeneinander halten, damit man den Unterschied nochmal sieht. Also die Karte ist jetzt, sage ich mal, die Base-Karte. Hier haben wir die nummerierte Version davon. Hier ist die Rookie-Karte mit diesem Holo-Hintergrund nochmal in der Base-Version. Also die Base-Version hat gar keinen Holo-Hintergrund, aber das ist nochmal das mit dem einfacheren Grad. Ich glaube, das ist dann auch die Seltenkarte, die dann sich unterscheidet. Hier ist keine Nummerierung drauf, ganz normale Karte. Dann, das war die erste Franz Wagner Karte, die ich mir je gekauft habe. Das war auch von den Michigan Wolverines, Rookie Karte. Hier aus einer College Kartensammlung.
Dann Dunross, ganz normale Base-Rookie-Rated-Karte, Rated-Rookie-Karte von Franz Wagner, keine Nummerierung, ganz simpel. Die habe ich auf jeden Fall selber gezogen, das erkenne ich am Toploader, weil das sind meine eigenen Toploader, die ich mir damals mit der Bestellung mitgeholt habe. Da habe ich die dann direkt eingepackt. In dem Ding hier sind zwei Karten drin. Ich habe hier eine Prism-Karte von Franz Wagner. Die hat ein ganz cooles Design, die ist nicht nummeriert. Und dann habe ich hier eine nummerierte Reckon-Rookie-Karte von Franz Wagner. Das ist 182 von 299. Ist jetzt nicht die seltenste Nummerierung, aber ich finde schon alleine, dass die Nummerierung drauf ist, das macht schon was her. Weiß nicht, inwieweit das dann jetzt wirklich wertvoller ist als dann andere Karten. Diese Reckon habe ich auch nochmal in der Base-Version ohne Nummerierung. Und da hinten sind noch andere Karten, die ich gleich auspacken werde. Ja, da habe ich die doppelt. Kann man nochmal verkaufen. Dann gibt es hier diese 75th oder 75 Years of the NBA. Da gab es auch eine Karte von Franz Wagner. Das ist ganz cool, weil im Prinzip ist das auch eine Rookie-Karte. Das wird man dann am Release-Jahr erkennen. Und da eine 75 Years of the NBA dabei zu haben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Habe ich auch doppelt die Karte. So, hier ist noch eine Select von Franz Wagner in einer seltenen Version. Die mit dem blauen Hintergrund. Sieht auch ganz cool aus. Rookie-Karte. Eine Nummerierung. Ganz simpel. Die habe ich auch doppelt. Und dann haben wir hier nochmal die Franz Wagner Karte. Das ist jetzt mit dem lilanen Rand. Holo Spiegelhintergrund. Hier nochmal in der Blue Velocity Version. Haben alle keine Nummerierung. Haben einfach die Farbhintergründe, die meiner Meinung nach ganz cool sind. Dann habe ich noch drei Karten, die eine kleinere Nummerierung haben. Da fange ich jetzt aber erstmal. Ne, die haben die gleiche Nummerierung. Ich habe hier eine Franz Wagner Karte aus einem Set, von dem ich den Namen jetzt nicht kenne. Das ist hier dieses Symbol. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine 48 von 49. Ich glaube, es wäre sogar noch ein bisschen cooler gewesen, wenn es eine 49 von 49 wäre. Aber das ist auch eine Rookie-Karte mit so einer Nummerierung. Ich glaube, das ist gar nicht so scheiße. Und dann habe ich auch nochmal von 49. Diesmal aber 30 von 49 hier und so ein bisschen Holo-Effekt. Franz Wagner Rookie-Karte von der Marquee Collection. Ich glaube, die Marquees sind auch in Hoops oder in Dunruss drin, bin mir aber echt nicht sicher. Und dann noch eine Karte, und das ist jetzt die letzte, die ich euch zeigen werde. Eine Karte, die ich mir aus Amerika gekauft habe. Da ist der Toploader ein bisschen verschmiert, aber das ist eine Karte, wo ein Trikot mit drin ist. Die hat keine Nummerierung leider, aber trotzdem die Karten mit Trikot-Patch drin, die sind an sich schon was seltener. Genauso wie Karten mit Autogramm. Das ist dieses Design hier. Wo die drin war, keine Ahnung, Rookie Expression. Ah, was ist das? Links unten das Symbol. Ja, sagt mir nichts, die Collection. Ich weiß nicht, ist das Chronicles? Ich will keine Scheiße labern. Ich bin wirklich Anfänger in diesem Hobby. Deswegen glaubt da nichts, was ich sage. Jedenfalls, das so meine. Ist zwar nicht die seltenste Karte, aber ist so die schönste Franz Wagner Karte, die ich habe. Und die wäre auch fast verloren gegangen. Da musste ich nochmal nachfragen auf eBay, ob das dann von Amerika rüberschippen lassen. Hat dann aber letztendlich doch geklappt. Und ja, freue mich, dass sie jetzt da ist. Wenn euch diese Videos gefallen, dann zeige ich euch gerne noch meine anderen Collections. Ich habe noch von anderen Spielern mehrere Karten gesammelt, vor allem von Evan Mobley, Zion Williamson, Ja Morant, Scotty Barnes habe ich eine ganze Menge Karten und ansonsten gibt es noch Random Collections. Ich habe noch von einzelnen Spielern Karten mit Autogrammen, ich habe noch Karten mit Trikot-Patch drin. Da könnt ihr einfach mal reinschreiben, was euch da am meisten interessieren würde. Ansonsten würde ich, wenn euch die Videos gefallen, einfach random eine Collection nach der nächsten durchgehen. Bin gespannt, wie es ankommt. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal rein, was ihr so habt. Wie hart ihr da in dem Hobby drin seid, ob ihr da so seid wie ich, dass ihr die Low-Budget-Cards so ein bisschen einsammelt oder ob ihr schon richtig in die High-End-Cards reingeht, die, wo eine Karte irgendwie über 100, 200 Euro kostet. Würde mich mal interessieren. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.